Sir, Silvers Flaggschiff. Es gibt zwei davon. Was? Unmöglich. Jim, bist du das, Jungchen? Kann das wahr sein? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich oder das Tageslicht je wiedersehe. Ich hatte mich gerade zurück auf mein altes Schiff durchgekämpft, als diese verfluchte Fälschung mich abgefangen hat. Jim? Jim! Ja, ich bin es, Jim! Ich bin der Echte! Der andere Silver ist ein Roboter! Vernichte ihn! Ein Roboter? Wie kann das sein? Ach, lass dir von diesem falschen 50er von Roboter keinen Sand in die Augen streuen, Jim. Dieses elende Ding hat mir schon meinen guten Namen gestohlen und die Piraten zu willigen Helfershelfern der Prokionen gemacht. Ich selbst bin seit Monaten hier gefangen. Genau das ist passiert, aber mir und nicht diesem Schraubenkasten da. Schieß sein Flaggschiff in Stücke, dann können wir die Sache noch aus dem Feuer reißen. Sir, uns läuft die Zeit davon. Die restliche Piratenflotte formiert sich neu zum Angriff. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Silver, was soll ich tun? Woher weiß ich, wem von euch ich glauben soll? Vernichte ihn! Wenn ich dich so anschaue, Jungchen, deine Kommandoabzeichen glänzen, dass man sie von hier aus sehen kann. Hör auf deinen Instinkt, Jim. Er hat dich bis hierher gebracht. Und jetzt lass uns diese Blechbüchse auseinandernehmen. Vernichte! 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 Schiff in Sicht, Sir! John Silver, ich wusste doch, dass Sie nicht derjenige sein konnten, der das alles angerichtet hat. Ich hab's gewusst! Ich bin froh, dass du das Vertrauen in mich nicht verloren hast, Jimbo. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh. Ach, Männer, ihr wurdet getäuscht. Ihr Dummköpfe seid einer Roboterkopie gefolgt. Aber inzwischen ist das nur noch ein Haufen Ersatzteile, dank meines jungen Freundes hier. Also sammelt euch und lasst uns Commander Hawkins folgen. Betrachtet euch vorübergehend als Teil der Marine. Es wird Zeit, dass die Procs die Zeche zahlen. Alle Schiffe aufschließen und Fahrt aufnehmen. Wir haben ein Königreich zu retten. Meine Mutter hat es schon immer gesagt. Je weiter du gehst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du wieder am Ausgangspunkt ankommst. So viele Jahre nach unserem Abenteuer auf dem Schatzplaneten stehe ich heute wieder Seite an Seite mit John Silver in der alles entscheidenden letzten Schlacht. Aber dieses Mal steht mehr auf dem Spiel als nur unser eigenes Leben. Wenn wir den Ort der Vertragsunterzeichnung nicht erreichen, bevor die Falle der Prokionen zuschnappt, dann ist das Königreich verloren. Befänden sich Königin und Parlament in den Händen der Prokionen, müsste die Marine kapitulieren. Wie es auch ausgeht, wenigstens weiß ich, dass Silver ein wahrer Freund ist, bis zum Letzten. Möge er nie erfahren, wie nah ich dran war, den Glauben an ihn zu verlieren. Wenn wir beide den heutigen Tag überstehen, werde ich dem alten Cyborg helfen. Aber zuerst wollen wir den Prokionen die Rechnung für ihre Taten präsentieren, und die wird teuer.